Ja, das ist der Roland mit seinem tollen Gefährt. Erklär mal was zu deinem Fahrzeug, Roland. Das ist ein Citroen Mehari, bekannt als Fremdenlegionärsfahrzeug. 32 PS, 650 Kubik und fährt spitze. Weißt du, das ist so ein Fahrzeug, das war 1972 in Saint-Tropez. Ich war damals ganz unsterblich in die Brigitte Bardot verliebt. Ja, wie Millionen. Und ich meine, die hätte auch so ein Fahrzeug gefahren. Und nur mit Verdeck hat sie es gefahren. Ja, und die hat da die Türen drin. Und eine der Türen hat sie mir gegen die Kniescheibe geschlagen. Von da an hatte ich das Verhältnis zu ihr nochmal überdacht, gell? Ja, Mensch, aber seit wann besitzt denn das? Das ist einfach ein tolles Teil, ja. Seit 19 Jahren. 19 Jahre, Wahnsinn. Ja, sag mal, das ist ein bisschen spartanisch, würde ich sagen, so hier vorne. Ja. Braucht also nur das, was du halt brauchst, sind gar das Nötigste. Und du hast halt wirklich das Gefühl, dass du hier im Freien bist. Ja. Was war so die weiteste Fahrt, die du bis jetzt? Südfrankreich. Du bist mit dem nach Südfrankreich gefahren? Ja, ist noch Cassis. Ah ja, Cassis. Ja gut, das ist ja die Hauptstadt der Fremdenlegionäre, deshalb kennst du dich da aus. Marseille. Ja. Hast du keine Angst gehabt in Marseille, dass ihr dir das Ding klaue? Die Legionären haben bei mir im Auto gehockt, da konnte mir nichts passieren. Ah ja gut, wenn du da so viel... Ach du lieber Gott, die waren begeistert, das zu sehen, ja. Sag mal, die Grundlage von dem Fahrzeug, das ist ein... 2CV, die Ende. Das ist also ein 2CV. Ja. Und wie sieht es denn da mit Teile aus? Hier immer noch und spätestens in Straßburg im Ende-Museum gibt es noch Teile. Wie lange bist du da gefahren, bis du da unten in Südfrankreich warst? Wir sind zweimal 6 Stunden gefahren, also mit einer Übernachtung. Ja. Seid ihr bis Lyon oder? Kurz hinter Lyon, über die erste Übernachtung und dann halt Marseille, Cassis und Campingplatz. Ah ja, und Uni ist natürlich dann genial, gell? Das ist das Fahrzeug für Südfrankreich. Route Gret nach La Ciotat, das war eine Tour, ja. Wahnsinn. So. Sehr gut, sehr gut. Also das wusste ich nicht, also die Fahrzeuge wurden früher hier nicht zugelassen. Und ab wann hat man da eine Zulassung gekriegt? So in den 70er Jahren waren die ersten Zulassungen. Ja. Ja, aber auch in den Louis Dauphiné-Filmen waren, hast du die da oft gesehen, das sind die eigentlich groß bekannt worden, gell? Ja. Ich bin ja an der Nadelstraße in Gernsheim. Ist heute ein großes Glück, dass ich den Roland treffe. Roland ist ein Maschinenbauingenieur, der sich mit vielen alten Fahrzeugen beschäftigt, auch einige besitzt, also der hat wirklich Ahnung. Ja, hier sieht man die deutlichen Auswirkungen des Rhein-Niedrigwassers. Das Rhein-Niedrigwasser hat hier seine Spuren hinterlassen und jetzt gleich gibt es etwas Interessantes. Eine Dame kommt mit einer Solex vorbei. Also ist fast ein französisches Treffen jetzt. Die 70er sind wieder auferstanden. Aber super gepflegt, ja. Super. Ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Heute mache ich eine Zeitreise da, ja. 1968, der Wahnsinn. Das war die deutsche Eiche, das siehst du an dem Halter, das haben die Deutschen machen müssen. Die Franzosen hätten einfach die Lamborghini gehängt. Wie nochmal, wenn das als für Deutschland zugelassen wurde? Und in Deutschland war Pflicht, hier in der Rahmenlenkkopf oben das typische Schild zu haben. Das haben ja die Franzosen nicht. Das haben die nicht, ja. Wenn man Französisch gehabt, dann war das nicht. Ja. Und du hast ja die gleich, oder? Ich habe auch die 38er, die 3800. Das ist ein Modell. Mhm. Die laufen gut. Ja, das sind ja rumkaputt. Ja, das ist.
früher, jetzt war ich mein Mofa, mein erstes, also mein erstes, mein einziges. Da bin ich bei Wind und Wetter gefahren. Ja. Also bin ich sofort beim Schneesturm heimgefahren. Ja. Ich weiß nicht wie, weil der Mann. Was, also der Griff der war dazu da, dass man Studenten konnte das dann hoch das ins... In der ersten, zweiten Stockwelle. Wahnsinn. Was ein spezieller Griff. Ja, weil die so blöde Schuhe gewischt. Habe ich schon ewig daheim liegen. Mhm. Aber da war die Achse zu knapp und da konntest du die Schnitt nicht machen. Ja. Aber das ist jetzt ein Original-Tacho. Ja, und die Kilometer, die werden mit Sicherheit nicht mehr stimmen. So. Nee, ich habe den auch gebraucht gekauft. Ja, ich habe gar nicht dran rumgedreht. Ja. Danke fürs Zusehen und tschüss.